Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Sunkenland. Hallihallo, ihr Lieben. Aua. So, Mini lernt das nicht. So, ich habe mir Pullen eingesteckt. Mini, du auch? Inwiefern? Ach so, ja, Atem- die Tauchpullen. Flaschen. Ja. Ich habe mir auch mal noch zwei Fisch-Eintopf rausgenommen. Mhm. Wegen Tauchen. Dann lass uns nochmal zum Freizeitpark. Ach hey, ja. Warte. Mach nicht das Boot kaputt. Nein, ich habe noch eben einen Krebs gefunden. Den tue ich eben schnell noch rein. Und dann können wir los. Ah, wo müssen wir denn hin? Oh ja, fast richtig. Wie? Termini. Mach's da. So. Ach ja, wir wollten ja mit zwei Booten dahin. Ja, dann pass schon mal, ich bin ja schneller. Hey. Wie war es, eine Seefahrt, die ist lustig? Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ach ja, Leute, kann er nicht schön singen. Ja, da kann man auch mal Mini auf dem Meer hier kentern sehen. Na, danke auch. Bitte. Ich höre dich schon. Sind wir noch richtig? Hast du dieses Wusch gehört? Ja. Das ist da, wo ich gerade an dir vorbeigezwiebt bin. Er ist cheated. Das ist so viel schneller als ich. Kannst mal sehen, was ich am Paddeln und am Treten und am Tun und am Machen bin. Aha, uh-huh. Du mich auch. So, ich lege mir jetzt mal, ja, wie benutze ich? Du hast ein Fach für Taucherflasche, ne? Geil. Ach jo. Fuck. Okay. Schauen wir mal. Auf geht's. Dann mal gucken, wie lange die halten. Zack. Und bin am Tauchhahn. Super. Also lange hält die Flasche nicht, ne? Tja. Also von der Flasche habe ich mir jetzt mehr versprochen. Tja. Was willst du machen? Weißt du, was wir mal testen könnten, ne? Hm. Wir bauen doch bei Ark in My Hero aus und sowas. Vielleicht kann man die Boote auch ausbauen. Beim Motorboot zum Beispiel, da ist vorne noch Platz. Vielleicht kann ich da eine Kiste draufstellen oder so. Oder zwei Fässer. Werden wir merken, oder? Ja. Also sie hält schon deutlich länger, die Pulle. Also, wenn man die Pulle dran hat. Also das muss ich jetzt doch schon sagen. Voll. Ja, Mini ist auch gleich voll. Nur, zwei fortschrittliche Teile. Sehr gut. Was ist, wenn die Pulle leer ist? Habe ich dann noch meine normale Atemluft oder bin ich dann sofort tot? Kannst du nicht sagen. Weil die ist jetzt nur noch ein Viertel voll. Mal testen. So, wo ist mein Boot da hinten? Ach je, Mini. Ja, Leute, es testet das, wenn es in ein Gebäude reintaucht. Ja, was auch sonst. Sonst hat der Pyro ja keinen Spaß. Jetzt die Pulle gleich, wenn mir jetzt schwarz vor Augen wird, glaube ich nicht, dass ich so schnell rauskomme jetzt. Ich habe irgendeinen Bauplan für einen Rucksack gekriegt. Haben wir nicht vorhin noch drüber gesprochen?
Oh. Doch, du kriegst dann deine normale Atemluft. Okay. Das ist cool. Na, wenigstens etwas. Ja. Aber ich habe einen Bauplan für einen Rucksack oder sowas. Oh. Militärrucksack. Ist das der Rucksack, der größer sein soll? Weiß ich nicht. Und einen Bauplan für einen Fernseher. Oh. So ein altes Röhrengerät. Hattest du schon Handschuhe? Ja, mit 1. Ja, ich habe auch nur mit 1. Wo ist denn jetzt mein Boot? Hä? Hatte ich das nicht hier vorne? Hatte ich doch hier, da. Nein, nicht Treibstoff. Ich will doch eine Truhe da. So. Die Pulle tue ich da mal mit rein. Zack, ist ja leer. Müssen wir wieder auffüllen. Die andere Pulle tue ich rein. So. Hey je. Oh, Mini. Hoch, hoch, hoch. Du hast danach noch einmal Luft. Ja, die ist doch schon alle. Ach so. So. Bauplan, Taucherflossen. Amazing. Wir haben noch Taucherflossen. Bauplan, Kristallkronleuchter. Amazing. Sind das andere Taucherflossen oder die, die wir haben? Ich denke, das ist... Nee, das sind andere. So vom Aussehen her. Okay. Also wir haben ja grüne. Mhm. Und das sind? Gelbe. Okay. So. Vielleicht sind wir damit schneller. Weiß ich nicht. Jetzt hänge ich hier fest, wirklich? Jo, ich habe ein Problem. Ja? Ich hänge hier irgendwie fest. An irgendwas. Ich komme nicht hoch, ich komme nicht vor und nicht zurück. Zwei fortschrittliche Teile. Moment. Wo denn? Hinter der Achterbahn irgendwo. Achterbahn. Das ist die Achterbahn. Also ich bin nicht weit weg. Ich sehe dich. Ja, ich komme hier nicht mehr weg. Runtertauchen und rausgehen. Geht nicht. Kann ich dich ja wegschlagen oder so? Wenn nicht, dass du auch gleich hier festhängst. Ich kann nichts machen. Ja, dann werde ich wohl sterben müssen. Ach, ey je. Nein. Zieh mir mal die Taucherflasche aus, ne? Ja. Meine ist jetzt so gut wie leer. Tja. Fortschrittliche Teil hatte Mini drin, also können wir das reintun beim Mini. Ja, versuch's auch schon mit Speed geben und so, aber ich komme hier Ich habe ein Oberteil hier mit 3. Warte. Meins hat auch 3. So, meine Luft ist gleich aus. Es wird dunkel. Lobsterhut. Aber nur 2. Okay. Mini, geh nicht aufs Licht zu. Nö, es wird immer dunkler. Alleje. Hattest du nicht gesagt, du hast fortschrittliche Teile gefunden? Kann sein, dass ich die gerade noch in der Tasche habe. Ach so. So Leute, während Mini leidet, tauchen wir nochmal. Je. Lasst mich hier ruhig alleine. Ja, Mini, ich würde ja zu dir hinkommen, aber ich kann mir das Elend nicht angucken. Ja, dann am besten zufällig, ne? Ja. Da ist zu Hause. Ist halt Early Excel, ne? Tja, aber das sollte er echt beheben. Weil das ist echt kacke. Ja. Mal gucken,
ob ich an meine Klamotten rankomme, ohne wieder hinzubleiben. Ja, die Taucherflasche tue ich hier auch rein. Jetzt nehme ich mir so einen Fisch an Top. Also ich brauche jetzt auch Schwefel ab und zu noch. Ja, mach das. Ich muss erstmal zu euch kommen. Weil ich war nämlich jetzt schon fast wieder zu Hause. Ach je. Also vor dem Update ging das auf jeden Fall, dass du dann in der Nähe rauskommst. Jetzt will ich mehr. Oh, da ist noch ein Polizeiauto. Gönn dir. Ich muss erstmal ankommen. Munition und so. Oh, man schwimmt auch schneller mit der Suppe, ne? Also nur Pistolenmunition. Will ich gesehen. So, ich bin jetzt genau drüber. Ich versuche mein Glück. Ja. Wenn nicht, heißt das nochmal Fuß sterben. Ich weiß nicht, was für Infos du hast, ne, aber aha. Ich hab mir sagen lassen, uncool. Ist es auch. So, ich hab meine Klamotten wieder. Sehr schön. Kannst du unter Wasser die Taucherflasche anlegen, dass das zählt? Weiß ich nicht. Also das Abnehmen zählt auf jeden Fall. Ja, deswegen dachte ich, dass das mal testest. Ja, Moment, ich muss mich eben ein bisschen... Drauf. Weil dann könnte man nämlich runtertauchen und wenn man dann so gut wie tot ist, könnte man dann die Taucherflasche drauf tun und wenn er dann die Taucherflasche leer hat, müsstest du ja noch deinen Atemzug machen. Na, ich kann es ja gleich mal testen. Ja. So. So von wegen probieren geht über studieren und so. Ach, wir wollten noch die Werkbank erforschen. Ja, ich schätze mal, jetzt müssen wir hier erst fertig machen. Je, Leute. Die Mini wieder. Aha, vor allem Mini wieder, ne? Ja, das geht. Dann bin ich gespannt, ob du dann den letzten Atemzug noch hast. Weil du holst jetzt wieder Luft quasi. Theoretisch sollte aber eigentlich. Ne? Dann hättest du deinen ersten Atemzug, die Pulle und den letzten Atemzug. Also meine Pulle ist gleich leer. Ich meine, dann hättest du mehr Zeit rausgeholt. Wenn auch nicht viel, aber immerhin. Oh, gleich ist es soweit. Gleich werden wir es wissen. Nein, hast du nicht wieder. Okay. Luft, Luft, Luft. Also kannst du nicht bescheitern. Nein. Naja. War ja nur ID und so. Weil theoretisch, du holst ja wieder Luft. Hätte doch Pyro auch selber testen können. Nein, irgendwann. Ich wollte gerade sagen, meine Pullen sind doch leer. Elektronik ist noch da. Was ist noch da? Kann ich noch irgendwas stapeln? Wie hoch stapelt ihr euch? Ja. Munitionsteile waren auch da. Erz, okay, ich muss auch ausladen. So. Das war meins. Benzin könnte ich ja noch was reintun hier. Aber nicht viel Verbrauch. Da mal bei Mini gucken. Oder ist Mini da noch dran? Dann tauche ich nämlich runter. Mini ist da gerade dran. Okay, dann taucht er nochmal runter. Solange wie die Suppe noch zählt und guckt, ob er noch irgendwas findet da. Mit der Suppe bist du echt deutlich schneller, ne? Ja, die gibt auch Leben wieder, ne? Richtig. Ja. Finde ich aber gut. Ja.
Also ich glaube, die Suppe lohnt sich eher dann mitzunehmen. Als die, man könnte aber auch mal testen, ob man das kombinieren kann, ne? Ja. Suppe und die Flaschen. Ja, wär mal was, ne? Ja. Oh, ich glaub's eher nicht. So, Mini braucht Luft und es, wir haben es gleich 6 Uhr. Also 18 Uhr. Ja, dann denke ich, dann lass uns mal zurückdüsern. Aha. Und dann, ich will erforschen. Ja, hey. Ist ja gut. Moment. So, ich muss erst mal wenden. Hab ich schon. Ach so. Man sollte vielleicht auch auf dem richtigen Sitz sitzen. Dann funktioniert das vielleicht auch mit dem Steuern. Ja. Ich bin auf dem Weg, ich musste erstmal um das Ding drum rumfahren. Ah, ja. Habe ich noch nicht einmal das Gewehr testen können, ne? Ja, dafür kann ich ja nicht. Ah. Ach, Leute. Mein Tretboot ist zwar toll, aber es ist echt langsam, ne? Wolltest du noch ein Motorboot bauen? Ja, später. Ja, ich sag zum Raiden und so. Na, ich denke mal, wir können auch gleich schlafen. Und der Mini ist immer noch nicht daheim. Hey. Aber mehr wie Gas geben kann sie auch nicht. Pullen tue ich erstmal da rein, die müssen wir dann noch aufhüllen. Nicht an Ditschen, Mini. So, richtig einpacken tun wir gleich. Nur ein bisschen Zeugs einstecken. Sobald du da bist, können wir, glaube ich, dann... Ja, ich habe nur ein bisschen Zeugs eingesteckt. Ich gehe eben nach oben gucken. Ja. Nee, noch nicht ganz. Aber ich bleib schon mal hier oben stehen. Okay, dann hole ich schon mal den Rest aus dem Wagen raus. Aus dem Wagen. Ne? Nein, Schlafenszeit. Okay, bin unterwegs. Gerade in dem Moment, wo du das gesagt hast, ne? Ja, mit dem Schlafen, das muss man mal ändern. Mhm. So. Mini, was hältst du davon? Ich war schon an den Booten. Du räumst aus und ich erforsche mal. Ja, war klar. Das ist aber voll lieb von dir. Seht ihr, Leute, so macht das mit mir. So. Brauche ich die bestimmt. Schrottbraucher bestimmt. Ist ja fortschrittlich, also auch Eisen. Eisen. Ja. So, Leute, Stufe 4. Hat er noch was vergessen? Natürlich Elektronik und noch Schrott. Noch mehr Schrott. Elektronik. Da. Ach, was habe ich denn hier? Kaputter Motorradhelm. So, Stufe 4. Den Recycler könnte ich auch gleich mit erforschen, ne? Ja, ich habe hier noch eine kaputte DEG 45. Ich habe schon eine. Dein letzte Fett. Die könntest du dir auch bauen, ne? Ich hab doch meine Pistolette. Also die hier hat 50, ja, nur ein größeres Magazin als dein Trommelrevolver. Ja, meine hat auch 50, passt schon. Wir haben abgegradet. Wir können jetzt bauen. Sägewerk. Okay.
Wir können bauen Biotreibstoff. Wir können selber Treibstoff herstellen. Wir können bauen Stahlofen. Na, endlich. Ach, wir haben hier sogar ein schweres Geschütz. Wir haben auch eine Sirene. Ein Alarm mit hoher Tonlage. Detektor. Aktiviert nahegelegene Alarm, wenn Feinde den überwachten sowieso. Je, was haben wir denn noch? Suchscheinwerfer. Richtungssteuerbarer Suchscheinwerfer erfordert den eine Boje, schwimmende Flagge. Schwimmende Flagge! Haben wir nicht eben noch drüber gesprochen? Ja. Also ich baue auf jeden Fall den Stahl. Mach das. So. Wir hatten ja noch irgendwo fortschrittliche Teile, ne? Hat sie schon. Die müssten, glaube ich, in meinem Boot sein noch. Wollte gerade fragen, ob sie schon. So weit war ich jetzt noch nicht. Ach je. Einparken willst das Boot nicht, ne? Ich habe gesagt, das mache ich gleich in Ruhe. Ach so. Fortschrittliche Teile, danke. Weil ich wollte jetzt nicht so lange rumhampeln wegen, ne, Schlafen und so. Okay. Was hinten ins Lager kommt, habe ich schon mal rausgenommen. Oh. So. So, meins ist leer. Stahlofen erforschen. Zack. Und die Boje will er auch erforschen. Ja, ist doch klasse, wenn wir dann markieren können, wo wir sind, ne? Ja. Hat auf jeden Fall was. Erforscht. Die Biotreibstoffanlage erforschen wir auch. Sägewerk. Oh, eine Elektronik, ja. Hey, wo waren denn jetzt die fortschrittlichen Teile drin? Steht dran. Sägewerk. Ja. Das schwere Geschütz. Können wir vielleicht. Ach, da haben. Brauchen wir Stahl für. Können wir vielleicht aufs Boot tun, ne? Ja. Bestimmt, denke ich. So, dann bauen wir jetzt erstmal den Ofen. Den Stahl. Oh, da brauchen wir 5 fortschrittliche Teile für. Wir haben nur noch 1. Ja, 2 habe ich gerade reingepackt. Haben wir 3. Vielleicht tauchen noch welche auf. Ich behalte es in meiner Tasche. So. Was können wir denn noch bauen? Was hatten wir denn jetzt noch erforscht? Dieses Sägewerk, ne? Biotreibstoff könnten wir noch bauen. Sägewerk. Brauchen wir bestimmt auch Kleingenerator für. Sägewerk. Hm. So. Den stelle ich dahin. Ja, Sägewerk dahin. Oder? Ja. Da haben wir das Holz gelagert. Packen wir hier Sägewerk hin. So, dafür brauchen wir dann bestimmt den kleinen Generator. Metall und bewegliche Teile. Komponenten. Metall. Und Komponenten. So. Den Generator bauen wir. Ah, der ist ja klein. Setzen wir den hin. Oder mini. Klein, niedlich, den planschen wir hin, Ecke. Zack. Komme ich dann da überall noch dran? Ja. Gut. Der braucht was? Draht installieren, ein Gummi. Mit hier. Draht installieren, ein Gummi, habe ich noch in Tasche. Zack. Ah, du brauchst gar keinen Kupfer für den Draht. Ach, das sieht aber hässlich aus, ne? Okay.
Da musst du mal kurz gucken kommen. Also den Generator setze ich ja, aber um. Ja, ich bin gerade beim Einparken. Moment. Ja, dann guck dir das gleich mal an. Also, nö, den Generator setze ich aber um. Och, Mini, wird's denn gehen? Warum noch ein Stück rum im Hintern? Na, siehst du wohl. Also wenn du das siehst, dann wirst du auch sagen, nö, das... Fliege ich eile. Wollen wir so nicht. Wo hast du'n? Der steht neben der Forschungsbank. Nein. Guck mal hier das Kabel an. Gott, ist das hässlich. Das sieht kacke aus, ne? Aha. Mach mal, ich geh mal weiter. Kann man das nicht irgendwie anders gestalten? Ne? Hm. Ja, das sieht echt nicht toll aus. Nein. Okay, ich hol mal einen Eimer. Die Kiste zum Umstellern. Ja. Und jetzt kann man das Ding nicht aufheben, pass auf. Na, das wär's jetzt. Doch, kann man. Ist das Kabel zwar weg, aber das ist mir egal, das war nur ein Gummi. Ja. Nee, das will ich nicht so. So. Den da hinstelle, komme ich dann. Könnte ich auch so da dran stellen? So, dann kann ich nämlich hier noch durch und kann hier ans Holz. Gut. So, ach so, ich brauche einen Gummi. Gummi braucht der Mann. Ein Gummi. So. Hey, was das nicht alles braucht. Gummi ziehen. Ja, jetzt haben wir ganz kurzes Kabel. Sehr schön. So, dann befülle ich das Ding mal. Hab hier noch einen Verband über. Ja, dann... bei Stoff mit rein. Okay. Oder bei Werkzeug wegen Ausrüstung. Das kannst du ganz operativ entscheiden. Hab ich jetzt bei Stoff mit reingepackt. Möchte ich jetzt einschalten? Ach je! Mini! Das Sägeblatt hält aber nicht lange. Mhm. Warte, bleib doch mal so stehen, genau. Mach schon mal ein Bild von ihm so. Unglaublich. Aber wahr. Mhm. So. Jetzt haben wir 5 Bretter oder was? Holz entnehmen. So, was? Wir kriegen nur ein Brett raus und müssen 5 Holz reintun. Heul. Wie viele Bretter brauchen wir denn fürs Bett, für unser Doppelbett? Wir wollten doch ein Doppelbett bauen. Kann ich dir jetzt so gerade nicht sagen. Da. 8 Bretter. Das ist aber teuer, ne? Also das muss er sich aber echt überlegen. So, dann baue ich da mal eine Holzkiste dran. Vielleicht kann ich die ja sogar unter drunter schieben. Ja, für die Bretter dann, ne? Ja, ja. Ich meine, wir bauen uns das Bett, aber Möbel werden wir nicht bauen, ne? Also das sehe ich irgendwie entweder nicht ein. Ja, das
Der ist nicht zu teuer. Ich gehe eben Samen noch umbringen. Ja. Und ich tausche mal eben aus. Und dann würde ich sagen. Ja. In dem Sinne, wir haben heute auf jeden Fall die höchste Stufe erreicht beim Forschungstisch. Wir sind bei Stufe 4. Ich denke, wir haben dann soweit alles. Den Recycler, den können wir noch nicht bauen, weil wir noch nicht so viele fortgeschrittene Teile haben. Aber ich denke, dann geht das voran. In dem Sinne würde ich sagen, erstmal einen guten Fortschritt gemacht und so. Erstmal Tüdelü und Tschü. Tschüss.